Hallöchen, Popöchen! Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu Let's Play World of Tanks und hier mit einem Replay von BrainBugBot in seinem WZ11114. Er spielt im Zug mit 2 T54E1, Kates Ehrenberg, und mit seinem 9er ist er hier in ein, ja, ich würde schon eigentlich sagen, in ein 10er-Gefecht gekommen, weil der überwiegende Teil ist 10er und das Gegnerteam hat sogar noch einen 10er mehr. Also sind wir mal gespannt, wie sie sich hier schlagen werden. So. Wo fahren sie hin? Sie fahren scheinbar auf die 9er-0er-Linie erstmal. So. Sie drücken hier scheinbar gleich ordentlich nach vorne durch. Wird keine Zeit großartig verschwendet. Na, die Gegner, die sind alle noch hinterhalb. Also weiter nach vorne ist die Devise. Da ist doch schon IS-8. Ne, aber leider jetzt schon wieder im Rückwärtsgang. Kommt also nicht drauf, muss hier weiter vorfahren. T54 haut hier sein ganzes Magazin mal in den Arm STA rein. STB. Entschuldigung. STB. Und jetzt, boah, hat er ein Glück, dass er vom Jagdpanzer nur einen Abpraller bekommt, weil sonst hätte das Spiel für ihn hier gleich ganz schön scheiße ausgehen können. Wenn man den ersten Team-Damage gleich bekommt und dann auch noch vom Jagdpanzer. Oh, ein Waffenträger auf R100. Auch noch. Da kommt aber drauf, ja genau. Ein M, zack. Und gleich ein Stück weg. Waffenträger ist aber wahrscheinlich im Reload, so wie er sich verhält. Objekt ist schon mal tot. Oh, jetzt hat das die IS-8 oder der IS-8 ihn auch noch den Turm kaputt geschossen. Jetzt hätte er sonst gerade noch mal einen Hit auf den Waffenträger rausbekommen können. So, jetzt aber IS-8. Ja, gibt's die Revanche. So, jetzt rushen sie scheinbar den E-75. Der Waffenträger wird bestimmt auch gleich wieder zu Besuch gucken. Auto-Aim, zack, drauf. Genau. Gar nicht lang oben stehen bleiben, sondern aus der Sicht von dem Waffenträger fahren und dem IS-8. Beide Kanonen tun schon auch ein bisschen weh, wobei der Waffenträger natürlich unbestritten da viel schlimmer weh tut. So, jetzt ist er offen. Zack, kann ich einsetzen. Waffenträger kümmert sich gar nicht mehr um ihn. Er kümmert sich jetzt um anderen. Sehr gut. Schön. Da ist er weg. Oh, schöner Hit. IS-8 bounced nur an ihm. Und was wird hier? Wer holt ihn sich? Der ST holt ihn sich. So, jetzt geht es scheinbar wieder rückwärts. Sie fahren nicht zum Cap, sondern sie bewegen sich zurück und wollen da wohl sich hier die anderen noch packen. Schöne Form. Oh, da ist er offen. Ah, schade. T49. Aber mit Auto-Aim ist es natürlich auch nicht ganz so leicht. Hinter ihm jetzt noch ein Jagdpanzer. Auf der anderen Seite, da haben sie aber noch ordentlich was zu tun. Weil mit Maus, na, Badshot, natürlich dem FV-Jagdpanzer, das sind schon noch wirkliche Brummer. E3 ist hinten die letzte Bastion und Verteidigungslinie, die sie gerade noch haben. Hat Gott sei Dank noch ein bisschen Struktur über, weil die braucht er auch. Wundert mich eh, warum der Gegner den nicht schon lange gerusht hat. So, aber jetzt ist er gleich weg. Das
hat er ordentlich nochmal einstecken müssen. Da ist ein 50-120 offen. Ne, der steht hinterhalb, da kommt er nicht drauf. Was ist mit der Badget? Auch nicht. Die wäre da erreichbar gewesen, aber die hat sich jetzt, macht sich jetzt auch so gerade aus dem Staub. Alle noch eigentlich vom HP-Pool ganz ordentlich dabei, die Gegner. Also da gibt es jetzt keinen, der mal so ganz eben schnell rausnimmt. Das ist jetzt auf den 13,75, aber der ist ja eh nochmal eine andere Nummer. Oh, jetzt ist er offen. Jetzt hier oben die Badget. Sehr schöner Hit. Gun Depression ist sehr schlecht, was man hier wieder mal sieht. Er kriegt seinen Riss. Oh, die Badget trifft ihn. Nochmal, aber wird hier abgeblockt. Blockt nochmal ab. Ah, da zielt es jetzt scheinbar nicht so schön. Und nochmal, und jetzt wird es rausgenommen. Jetzt hat die Maus aber sich auch noch wiederum für ihn interessiert. Ne, da ist eher spannend von der Maus. Ich würde da noch ein bisschen weiter unten aimen. Also wirklich die kleine, leichte und zu durchschlagendere Platte. So. Oh, jetzt Sidestrapes sie auch. Schöner Hit. War zwar Premium, aber scheiß drauf. Trotzdem, jetzt brauchst du durchschlagen. Muss man auch erstmal schaffen. Aktuell 3,8 Schaden und endlich hat der E3 sich den 13,75 vom Hals geschafft. Das hat aber auch schon sehr, sehr lang gedauert. So, jetzt fehlt noch der Jagdpanzer, der FV, der Todesstern und der AMX, aber den werden sie wohl noch rausbekommen. Was ich krass finde, er hat aktuell 3,8 Schaden und hat noch keinen Kill. Den dürfte er sich jetzt endlich mal holen. Na, hätte ich früher wohl sagen müssen. Da haben sie ihn. So, und jetzt da der Sternzerstörer. Aber auch hier, schöner Hit. Oh, jetzt ist er offen. Muss hier also echt jetzt aufpassen, den da rauszunehmen. Aber er bekommt ihn immer noch ein bisschen... Ja, schön! Schönes Ding! Aktuell 5200 Schaden. Wie gesagt, einen Kill wenigstens noch. Also so einen zweiten. Den würde ich ihm schon gönnen. Der FV ist auf jeden Fall von der HP nicht mehr so stark und so frisch, dass es vielleicht sogar packen könnte, den noch mitzunehmen. Okay. Der FV ist weg. Das heißt, noch ein möglicher Kill. Der Jagdpanzer, der ist aber sehr frisch. Und für den auf jeden Fall leider auch im One-Shot-Bereich. Genauso wie für den FV vorhin auch. Oh, jetzt schaut er auch noch dahin. Jetzt kennt er dahin nur. Aber wenigstens dreht er ihm jetzt schön. Oh, der Jagdpanzer will sich ersaufen gehen. Komm, nimm ihn mit. Kill ihn. Ja, und er kriegt den Kill noch. Warum auch immer er sich da hier hat ertränken wollen. Aber so schön gemacht. Schöner Schaden, 5500 Schaden. Und ja, wirklich fein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Alcaramba.